warum du deine Neujahresvorsätze nicht umsetzen kannst. Ich werde dieses Jahr durchziehen. Ich werde sportlich und mich gesünder ernähren, endlich finanziell unabhängig sein und vieles mehr. Wie alle sagen das, aber Hunderttausende scheitern an diesem Vorhaben. Wieso scheitern viele? Wie kann man das beheben? Und vieles mehr werde ich dir heute erzählen. Wenn wir schon dabei sind, lass gerne ein Abo da, liked und kommentiert. Du willst zu viel. Viele und wahrscheinlich auch du hast dir ziemlich hohe Ziele gesteckt, wie zum Beispiel breit werden oder auch einfach athletischer aussehen. Doch sowas beansprucht auch viel Zeit. Das kann man nicht in einfach paar Wochen erreichen, sondern je nach Vorstellung kann es einige Monate dauern. Nicht nur ist dein Ziel wahrscheinlich viel zu hoch, sondern du willst es auch sofort haben. Eigentlich geht es mit dem zu ambitionierten Ziel einher, aber du musst dir nochmal klar machen, wenn du keine Geduld hast und dir alles zu schnell erhoffst, dann hast du nach einer Zeit schlicht und ergreifend keine Lust mehr und gibst deine Vorsätze schon nach wenigen Tagen oder Wochen auf. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, wie Menschen mit einem extrem starken Willen. Dazu könnte man jetzt auch Knossi nennen, welcher bei Seven vs. Wild teilgenommen hat und es tatsächlich auch geschafft hat. Aber dies gilt nicht für jeden. Erstelle dir einen Plan. Ein Plan ist mit das wichtigste Element für deine Neujahresvorsätze. Ein Plan gibt vor, wie du deine Ziele umsetzen tust. Dabei schreibst du dir auch natürlich alles auf. Stift und Papier reichen hier völlig aus. Meine Empfehlung von mir für dich wäre aber Notion. Bei Notion handelt es sich um eine App, bei der man seinen Plan digital ausgestalten kann und man kann diesen dann dementsprechend digital immer auf seinem Handy parat haben, was einfach angenehmer ist. Wie soll dein Plan aussehen? Er sollte nicht zu kompliziert sein. Denn mein Motto ist, je genauer dein Plan ist, desto mehr Fehler oder unerwünschte Ereignisse können auftreten, die deinen Plan im Allgemeinen nach hinten hinauszögern können. Allgemein kann der Plan so unterteilt sein, dass du ein finales Ziel hast, welches du dir vorgenommen hast. Für dieses Ziel machst du die Etappenziele, die du wöchentlich aufschreibst und dazu eine To-Do-Liste für den jeweiligen Tag anfertigst. Wichtig ist, dass du dir all deine Erfolge und Misserfolge aufschreibst, zum Aufbessern oder zum Feiern. Der letzte und wichtigste Punkt ist, du hast kein klares Ziel. Der Punkt ist an und für sich ziemlich selbsterklärend. Du brauchst ein klar definiertes Ziel, was du anpeilen kannst. Nicht nur sowas wie ich werde breit, welches unklar ist, weil es vieles an breit gibt, also ein großes Spektrum, sondern die eventuell einfach klare Vorstellungen machen sollst und diese auch skizzierst. Sei sowas wie, ich nehme 20 Kilo zu und sehe dabei lean aus, oder ich werde meine Ausdauer verbessern, um einen Halbmarathon laufen zu können. Heißt nicht, du sollst einen Halbmarathon laufen, sondern du sollst dir klar machen, was du willst. Das war's mit meinem ersten Video, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar verfassen für den Algorithmus natürlich.